Die Sendezeit zwingt uns wieder zu einem kleinen Block weiterer Ereignisse. Es geht um das Landeserntedankfest, den Kultur- und Heimatverein und um die MVB. Beginnen wollen wir mit unseren kleinen weißen Löwen. Die wurden nämlich unter großem Besuchereindrang, sodass es unsere Kamera richtig schwer hatte, auf die Namen Shaira und Yasiri getauft. Über 8000 Zoofreunde hatten über die Namen für die beiden Geschwister abgestimmt. Mittlerweile sind die beiden schon gut 5 Monate alt. Das 22. Landeserntedankfest lockte 26.000 Besucher in den Elbauenpark. War der Samstag noch sehr verregnet, lachte am Sonntag die Sonne aus vollem Herzen. Über 200 Aussteller stellten sich den Besuchern vor. Besonders die Vorführungen alter und neuer Technik begeisterten die Schaulustigen. Zu jeder vollen Stunde gab es spektakuläre Vorführungen. Der Kultur- und Heimatverein lud in der vergangenen Woche in die Einkaufsmeile des Bördeparks ein. Viele Fachgruppen des Vereins, aber auch befreundete Vereine wie der Heimatverein Beiendorf-Sohlen oder der Haarverband mit dem Friseurmuseum präsentierten sich den Besuchern. Mit etwas Glück traf man Vertreter der Fachgruppen an und konnte fachsimpeln und sich austauschen. Auch die Freunde des Stadtarchivs und der Delta D Verlag waren mit Tafeln oder Ständen vertreten. Endlich ist alles, was mit unserem Friseurberuf zu tun hat, auch Heimatpflege. Und wir wurden eingeladen, gebeten und das haben wir gerne gemacht. Speziell mache ich das, ich bin jetzt hier dabei, das habe ich gestern alles erarbeitet, eine Perücke für Georg Philipp Telemann. Die soll hergestellt werden für das nächstjährige Jubiläum. Und ja, das habe ich heute gerade begonnen und ich hoffe, es ist noch zu schaffen. Und die soll denn auch jemand tragen, der nachher zu dem Fest nicht oder zum Telemann tragen soll? Jawohl, das ist ein Schauspieler, das ist der Michael Schenk und der hat sich das gebeten, weil er bisher nur eine Faschingsperücke trägt. Thank you.
Stück.